Vinzi kann es kaum erwarten. Also einpacken und weiter, auf dass wir etwas erleben. Wir fahren in einem Bogen an die Spitze der Halbinsel nach Barfleur, aber es regnet. Nach einer Woche das erste Mal. Wir fahren etwa 80 Kilometer hintereinander her, durch kleine, schnuckelige Städte, durch die D-Day-Zone, an der die Alliierten damals gelandet sind. Auf den letzten Drücker noch das Nötigste einkaufen und dann fahren wir zum Campingplatz Indiana. Die Sonne lässt sogar noch einmal grüßen. Das Örtchen Barfleur mit dem höchsten Leuchtturm Frankreichs lohnt auf jeden Fall einen Besuch. Olivia und Julian sind mit dem Fahrrad reingefahren und sind begeistert.